Claire und Jana waren den Tempelshof besichen und haben auch gefragt, was an dieser Zeit so besonders ist im Bauernhof. So wie alle Winter, aus dem Bauernhof und die Tempels eine Zeit für die Kalifscher Abwelt kommen. Für ein bisschen mehr über die Geburt zu gehen und natürlich für uns die Leve Kalifscher anzugucken, haben wir uns mit dem Bauer getroffen, den uns für diesen Mal erklärt hat, wie sein Hof überhaupt ausgesehen. Wir sind die Tempels von Nürnberg. Wir sind hier im Bauernhof. Wir sind heute an der dritten Generation hier zu Nürnberg. Das ist ein Platz. Was wir machen, sind zwei hauptsächliche Produktionen. Das ist einmal Mutterkuhhaltung. Das sind die Keimertiere Kälber, die hier am Winter eben am Stall sind, am Sommer auf der Wiese sind, für Fleisch zu produzieren. Und dann den anderen Stand bin ich so nach in Kehrproduktion oder Raps, Wees, Geest, Mais. Das ist ja auch laut Saison, wo die Kalifscher auf die Welt kommen. Könnt ihr uns vielleicht erklären, wie so eine Geburt verläuft und was dort Schwierigkeiten sind, auf was du musst aufpassen? Ja, das habe ich bei dieser Rasse mit vielen Schauerlehen. Da sind die Geburten gewischt, die sind schon ein bisschen mehr heiß wie vielleicht bei anderen Rassen, die ein bisschen mehr Licht kaufen. Natürlich, das ist wichtig, dass man Swivy und natürlich immer aufpassen, wenn keine kaufen, dass wir dabei sind. Weil oft halt mal ein Geburt aber ein bisschen schwer verlebt und eben dabei sind, wenn Kalb auf die Welt kommt. Das ist ein Job, der 24/24 ist, weil Kalb auch nicht auf die Welt kommen. Könnte es oft auch zu Fehlgeburten, aber wie geht das um das aus der schwer für euch? Also Fehlgeburten, eigentlich nicht, könnte man viel kommen, beim Schauerli könnte das halt viel, was die Bahn an Rassen nicht so oft tut, dass das Zwillingsgeburten. Da könnte man viel, dass ein Kalf dem anderen Kalf Nöbelschnur durchschlägt. Und dadurch sterben dann eben die Kalfen mehr. Und sonst so. Können wir mal Komplikationen sehen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht unbedingt ein Problem. Wie viele Kalifscher kommen da so pro Saison in die Welt? Oder wie viele sind da bis los in die Welt gekommen? Hat auch schon Zwillinge das Jahr gehabt? Wir hatten für das Jahr, ich meine, drei Koppel Zwillinge. Am Ganzen kommen ungefähr über die ganze Wand 100 Kalifscher in die Welt. Und wir haben ungefähr 70% dadurch. Das kommt dann ein bisschen, bis das ausgeht. Wie lange hält der RK, bis das in sie geschlecht gehen? Also wie lange bleiben sie bei euch? Also das ist ja so. Die Kei, die wir haben, die Mama-Kei, die probieren nicht so lange wie kein Problem ist, so lange zu halten, wie es nicht mehr geht. Das heißt, die bleiben all 10, die sind all 10, 12 oder mehr Jahre alt, was fortgehen vom Hof, weil sie dann irgendwie kein Kalf mehr können kriegen oder weil irgendein Problem ist, gehen sie dann fort. Die anderen Beisten, das ist so, das sind dann die männlichen Kalver, was man so, die dann ein Jahr praktisch bei der Mama waren, die gehen dann eine Wäsche geholt. Und die verkaufen sie in einen anderen Bauer, wo sie dann 4 Uhr füttert und die dann ungefähr mit einem Alter von 21 bis 24 Monaten geschlecht gehen. Das sind dann Beisten, die entweder am Kaktus oder sonst anderen Schänen oder so oder Metzler noch verkauft gehen. Geht ihr auch unterstützt von eurer Familie? Hilft Familie mit dem Bauernhof oder wie läuft das auf? Da sind wir die meisten, also Bauernbetriebe, sind schon Familienbetriebe. Das heißt, Teil auf die Vereine, was sie an schon aber auch feste Arbeitsstelle schafft, weil sonst das aber nicht machbar wäre. Der Weekend halt mal an der Woche kann er halt viel zu lernen, ich meine, der wüsste es selber. Aber der Weekend, wann kann er Zeit und sie sind einfach gerne bereit, mal ein bisschen mit zu helfen. Ja, etwas hat mich aktuell ist, als dass viele Leute sich mehr so vegetarisch ernähren und meint der, dass das ihren Beruf halt beeinflusst? Oh, ich ging so schon ein bisschen schon, ich meine, was wichtig ist, für uns. Ich meine, wir sollten als Betriebe aufmachen und die Leute wissen, wie wir arbeiten, weil oft Sachen dabei sind, so am Umlauf sind, wo ich nicht können, so d'accord sind, oder wo Sachen an die Welt gesagt werden, dass zum Beispiel sämtlicher Müll ist immer Antibiotika ist, oder etwas, was zum Beispiel nicht stimmt, dann auch, dass wir als Beispiel dauernd irgendwie mit der Spritze noch laufen. Ich meine, das sind Sachen, die irgendwie müssen geklärt gehen und die Leute sollen einfach bei den Bauern gehen. Ich meine, die meisten Bauern haben halt kein Problem für den Hof abzumachen oder für die Leute zu weisen, was dann auf ihrem Hof geschieht. Und die Leute sollen Fragen stellen, den Bauern Fragen stellen und nicht irgendetwas Mengen zu geben, was irgendwo gelesen oder was irgendwo steht. Die letzte Frage ist halt mit der Pandemie, hat das euren Bauernhof irgendwie beeinflusst oder wie sieht er damit umgegangen bis jetzt? Ganz am Anfang, wo wirklich der Lockdown war, da habe ich wirklich gemerkt, dass viele Leute, weil wir auch einen kleinen Hofboutique oder Sachen um den Hof verkaufen, Fleisch oder eher Grumpen, sind viel mehr Leute auf den Hof gekommen wie für drin. Das tut es auch
nach dem Lockdown auch teilweise sehr aufgeholt. So, das ist trotzdem wichtig. Ich probiere immer ein bisschen die Leute zu weisen, wie wir schaffen, und dann noch die Leute invitieren, weil sie auf den Haft zu kommen. Und dann können sie decidieren, was sie wollen kaufen. Ich meine, die Leute sollen ein bisschen bei den Bauern kaufen, lokal, oder sich informieren, wie wir schaffen wollen. Ich meine, wir geben oft dabei ein bisschen mehr schlecht gemacht, wie wir sehen. Danach sind wir nach meinem Bauer bis an den Stall mit der Schwangeren gegangen, wo ihn als gewissen hat, wie er herausfindet, ob die Kuh jetzt klein gleich kriegt. Das ist ein Schank, das ist Schank vom Becken. Und Kalf könnt ihr hier raus. Weil die Schank, wenn sie da ganz nur beim Kalf sind, dann gibt die Schank, die gibt das Müll. Schön, ich denke, wenn ich merke, dass die Schank Müll gibt, dann kann ich schon mal einen Thermometer kontrollieren. Da weiß ich relativ genau, wenn ich das. Ich muss nur jetzt abstehen. Ich habe kein Gefühl, wenn man nicht dabei sieht bei einer Geburt. Könnt ihr auch mal viel, das muss ich kommen. Das Kalf dann noch an den Runden heilt oder so. Das Schlimmste oder was kann geschehen, ist, dass wir ein Wasser bloß, durch ein Wasser bloß und dann noch ein Fuß bloß mit Kalf dran ist. Und das ist wie ein kleiner Haut, was man so. Wenn es Pech ist, wenn die Kuh aufsteht, und das bleibt um den Kalf im Gesicht bleiben. Eben, das schnüsst und dann steckt es. Das was kann schief gehen, ja, muss man so sagen. Zum Schluss sind wir dann noch bis an den Hingerstall gegangen, wo der Bauer über 140 Hinger hat, an denen hier eher hin und Boutique um Hof verkauft.